Skills Lab ist eigentlich jetzt Einrichtung, die es schon seit sehr, sehr langer Zeit gibt in der Notfallmedizin, wo also bestimmte Situationen trainiert werden, wo man im Team bestimmte Situationen trainieren kann, die letzten Endes zur Patientensicherheit dienen. Und wir haben jetzt seit Oktober 2016 die Möglichkeit, dass wir diese Trainingsmöglichkeiten auch in der Krankenpflegeschule den Krankenpflegeschülerinnen und Schülern anbieten. Das Zentrum ist eigentlich jetzt zum einen mal die Puppe, zum anderen aber auch die Einrichtung, die man da sieht, die fertiggestellt worden ist im Oktober. Die Puppe ermöglicht uns, dass man also zum Beispiel Vitalwerte, dass man Atmung, dass man Stimme, dass man bestimmte Sonden, Drainagen und so weiter am Patienten bzw. am Simulator üben können, sodass der Schüler in einer angstfreien Umgebung bestimmte pflegerische Tätigkeiten einüben kann, um später auf Station einfach mehr Sicherheit zu haben. Und von den Lehrern der Krankenpflegeschule werden Szenarien vorbereitet. Ist praktisch der Sinn ist der, dass der Schüler einer Situation begegnet, wie es auf Station sein kann. Das wird beobachtet von zwei Lehrkräften, die hinter dieser Glaswand sitzen, und wird dann im Nachhinein mit dem Schüler ausgewertet und besprochen. Und was unser ganz großes Anliegen ist, es werden keine Noten vergeben, sondern es wird einfach nur Wert auf das Training und auf die Sicherheit gelegt. Er kann angstfrei arbeiten und wird aber trotzdem eben bei bestimmten Situationen, wo man sagt, jetzt würde in der Praxis Patientengefährdung auftreten, wird er dann eben vom Regieraum aus darauf hingewiesen, dass man sagt, stopp oder überdenkt die Situation bitte nochmal. Und das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache.